Einige Bibelstellen sind uns so geläufig, dass wir schon gar nicht mehr so richtig darüber nachdenken, welche Spannung in diesen Versen oder in diesen Aussagen ist. Zum Beispiel sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Darin ist ein Geheimnis, das uns zeigt, dass es etwas gibt, was verborgen ist, was zum Sterben kommt und was durch den Sterbeprozess zu neuem Leben und zu viel Frucht gebracht wird. In der ganzen Bibel finden wir Aussagen über den Weizen und dieses Wort im Neuen Testament, das hat mich wieder ganz neu angesprochen, dass es darum geht, dass wir dieses Saatgut, dieses Samenkorn wirklich aufnehmen in unser Herz. Wahrscheinlich kennst du auch dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Samenkorn muss in die Erde, damit es Frucht bringt. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns, dass wir die Dinge, die wir von Gott hören, die wir von Jesus hören, die der Heilige Geist in unser Leben spricht, dass wir sie wie Samenkörner in unserem Herzen tief eingraben. Und dass es durch diesen Prozess eine Frucht geben wird. Genauso wird es sein mit den Verheißungen, die wie Samenkörner in unser Leben hineinfallen. Verheißungen der Bibel tragen eine DNA, eine Verheißung, ein Fruchtbringen in sich. Das, was in der Verheißung enthalten ist, wird hervorkommen. In der Bibel heißt es, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird bewirken, zu dem ich es ausgesandt habe. Es wird hervorbringen, zu dem ich es ausgesandt habe. Und das ist etwas, was ich ganz neu empfunden habe von dieser Wichtigkeit, dass wir diese Samenkörner des Wortes Gottes in unser Leben hineingraben, dass wir sie aufnehmen, dass wir dafür sorgen, dass sie einen guten Herzensboden in uns finden, dass wir dafür sorgen, dass das wirklich vom Heiligen Geist bewässerter Boden ist, dass wir dafür sorgen, dass da das Licht Gottes in unser Herz kommt, dass wir dafür sorgen, dass wir junge Sprösslinge, die gerade hochkommen, dass wir sie anbinden, im übertragenen Sinn anbinden, damit die Stürme des Lebens diese Verheißungen, diese aufgesprossten Dinge nicht umwerfen können oder vernichten können. Dass wir dafür sorgen, dass Frucht kommt, dass ein wirkliches Fruchttragen 30, 60, 100-fältig in unserem Leben hervorkommt. Ich habe das ganz neu empfunden, als ich ein Samenkorn aus der Erde gezogen habe, was schon Wurzeln getrieben hatte und wo man noch sieht, dass dieser neue Sprössling aus dem Samenkorn hervorkommt. Und ich habe gesehen im Sommer, wenn der Weizen geerntet wird, diese vielfältige Frucht, diese vielen Körner, die an einem Halm aus diesem einen Samenkorn hervorgekommen sind. Und das ist das Gleichnis, das Beispiel, was Jesus gesagt hat. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das hat er von sich selbst gesagt. Kurz vor der Kreuzigung war das seine Aussage. Wenn er als das Weizenkorn in die Erde fällt, wird er Frucht bringen. Ich möchte dich ermutigen, diese Verheißungen der Bibel, diese Worte Gottes, das, was du an prophetischen Zusagen in deinem Leben empfangen hast, ich möchte dir das zusprechen, dass du das ganz neu aufnimmst, dass du diese Samenkörner in deinem Herzen bewahrst, quasi kultivierst, dass du sie schützt und dass du schaust, dass dieses Wachstum begünstigt wird, damit dein Leben Frucht bringt. Du wirst eine Ernte
haben. Du wirst Frucht bringen. Und ich wünsche dir, dass du das empfängst, ganz tief in deinem Herzen, dass Gott in dem Bereich wirklich mehr für dich hat, dass du Frucht bringst.